Willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren Trophäentipp in Dark Souls 3, nämlich das Ende des Feuers, eine optionale Ende-Questline, wie auch immer. Auf jeden Fall müsst ihr zur Tänzerin des Nordwindtals, beziehungsweise zu Oseros oder Meister Gundyr, wenn ihr die ganzen Waypoints auch habt. Falls nicht, zeige ich euch jetzt mal den Weg, wie ihr laufen müsst, um das Ende des Feuers freizuschalten. Natürlich sind noch ein paar andere Optionen auch noch wichtig. Ihr geht auf jeden Fall die Leiter hoch, dann hier nach links zu dem Ritter hier und von dort aus mit dem Aufzug nach unten, der jetzt in meinem Fall gar nicht da ist. Gut, dann rufen wir den eben mal kurz und dann jetzt hier direkt gleich weiter. Na komm her, fall runter. Depp. Ja, gut. So, sobald er jetzt auch down ist, heal in for free. Oder auch nicht. Oh, lol. Wie geht das denn? Ja, gut. Dann kuscheln wir jetzt einmal eine Runde mit dem hier. Ja. Gut. Dann halt so. So geht das auch. Na? Gut. Sobald ihr dann schlussendlich unten seid, mit oder ohne Ritter, geht ihr hier einfach. Empfehle ich euch auch eher den linken Weg und dann hier unten durch Richtung Oseros, dem Boss. Optional. Genau, falls ihr natürlich dementsprechende Trophäen alle haben wollt, dann sind die ganzen Bosse nicht optional. Die müssen getötet werden. Und ja, geht dann hier direkt entlang. Hier an dem hier auch noch vorbei. Und hier wäre ja hier unten der Bossfight von Oseros. Und hier direkt davor die ganzen Rufsymbole, falls ihr online seid und Hilfe benötigt, könnt ihr die dann holen. Alternativ, hier vorne wäre jetzt dieses genannte Leuchtfeuer von Oseros, der verzierte König, Entschuldigung. Und sobald ihr den down habt, könnt ihr hier ganz normal weitergehen in Richtung Meister Gundyr, also die unbehüteten Gräber. So. Genau. Da hier könnt ihr doch alles einsammeln, wenn ihr wollt. Und hier hinter der Truhe ist normalerweise eine Wand, die ihr dann ganz einfach hier aufschlagen könnt, ne, mit dem Schwert. Und dann wird der Zugang frei. Hier empfehle ich euch auch eher links runter zu gehen, anstatt geradeaus runter zu jumpen. Könnte es uns wehtun. Das Leuchtfeuer unbehütete Gräber könnt ihr auch noch mitnehmen. Alternativ ist das natürlich hier genau das gleiche wie der Anfang auch. Von der Gegend hier nur mit ein bisschen anderen Gegnern. Und der Meister Gundyr ist auch der gleiche wie der erste Boss, nur extrem härter. So, dann folgt ihr einfach ganz normal dem Weg hier. So wie ihr den sonst ganz am Anfang auch gelaufen seid. Nur als Abkürzung könnt ihr dann direkt gleich hier runter gehen. Dann hier weiter Richtung Meister Gundyr. So, hier wäre dann die ganzen Beschwörungssymbole, falls ihr wieder online seid, gegen Meister Gundyr. Alternativ dann hier rein. Hier wäre der Bossfight gegen den. Und dann, sobald ihr den down habt, hier das Leuchtfeuer Meister Gundyr. Und wenn ihr das habt, geht ihr ganz normal weiter Richtung Schrein. So. Na, sicherheitshalber, ich traue den Typisauben nicht. Gott. Dups. Dann geht ihr einfach ganz normal hoch hier. Richtung den... Au. Richtung den Schrein. Und sobald ihr hier drin seid, könnt ihr euch gleich hier runterfallen lassen. Denn ihr müsst einmal theoretisch gesehen Richtung den Schmied. So, da allerdings nicht dahin, sondern hier rechts runter. Dann hier nochmal ganz hinter Richtung theoretisch gesehen Irina von Karim. Die normalerweise hier drin sitzt, das heißt die Wand hier aufschlagen. Und hier wäre eigentlich dann die Irina von Karim. Und hier drin sind die Augen der Feuerhüterin. So, mit den Augen im Gepäck geht ihr ganz normal zurück direkt zum Feuerbandschrein und da sehen wir uns dann gleich wieder. So, direkt zurück im Feuerbandschrein mit den Augen des der Feuerhüterin im Gepäck könnt ihr direkt dahin zu eurer Feuerhüterin und hier die Augen der Feuerhüterin übergeben oder hergeben. So, ja. So, das war es in dem Fall auch schon. Sobald ihr das getan habt, könnt ihr direkt zum Endboss und dann sehen wir uns auch gleich da wieder.
So, nachdem ich dann schlussendlich die Seele der Asche alias Lord of Cinder, der Endboss, besiegt habt, müsst ihr nur noch kurz warten, bis es schlussendlich dran steht. Und falls ihr Beschwörer haben solltet, oder Beschworene, die natürlich dann despawnen. Wichtig ist natürlich Endboss besiegen. Und dann hier hinten neben dem Schwert, diesmal nicht das Schwert antatschen für beide Enden, das Symbol hier auswählen. Na, geht noch nicht. So, jetzt Feuerhüter rufen. Genau, das müsst ihr dann auswählen. Da logischerweise mit Ja bestätigen und viel Spaß. First flame quickly fades. Darkness will shortly settle. But one day, tiny flames will dance across the darkness. Like embers linked by Lord's Pass. Ashen One. Hearest thou my voice still? So, das war's mit der Trophy. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Haut rein. Servus und ciao. Vielen Dank fürs Anschauen meines Videos. Falls ihr noch mehr Tipps oder Tricks benötigt, klickt einfach auf den Playlist-Button. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das Video liked, teilt und mich abonniert. Vielen Dank für eure Unterstützung. Haut rein.